Kleiner, kannst du mir helfen? Ich suche alte Freunde. Hast du die Namen Chöa und Yuffina vielleicht schon mal gehört? Ich glaube, die zweite kenne ich. Eine Frau. Sie kommt aus Biamaland. Du bist gescheit. Sie redet so komisch. Da habe ich sie gefragt. Hoffentlich war das nicht ungezogen. Du solltest mal zu Hafenmeister Grigori. Ich habe gesehen, wie sie sich unterhalten haben. Dankeschön. Mein Freund, kannst du mir helfen, ein paar Landsleute zu finden? Ich suche nach Chöa und Yuffina. Chöa, den kenne ich. Seid ihr befreundet? Ja. Dann wirst du von mir keine Hilfe bekommen und sicher auch von keinem anderen Händler. Wenn du mich nun entschuldigst. Er wirkt verbittert. Hat Chöa ihm Unrecht getan? Ich suche ein paar alte Freunde, Yuffina und Chöa. Ich sollte mich hier im Hafen umhören. Uhren! Klar, da kenne ich einige. Dessen bin ich sicher. Flieg, Freundin. Irgendeine Hafenmeisterin soll ich ansprechen, ne? Katzen drehen auch gerade wieder ab. Hallo! Oh nein, ganz ungünstige Situation, was ihr da macht. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da. Und was? Geh jetzt. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jofravik. Du musst der Hafenmeister sein. Wie kommst du darauf? Alle hier hassen dich. Wie ich gerade deinem Freund dort erklärte, wenn deine Waren eingezogen wurden, musst du dich an den Rat wenden. Die Händler interessieren mich nicht, aber ich suche jemanden. Chöa und Yuffina. Du kennst die beiden? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Wir kennen uns aus Nordwege.
Von dem Land habe ich mich verabschiedet, aber nicht von meinen Freunden. Dann freust du dich sicher zu hören, dass es ihnen in Jofavik gut geht. Das überrascht mich nicht. Sie sind ehrgeizig, genau wie ich. Und nun würde ich sie gerne wiedersehen. In einem von Blumen umgebenen Herrensitz oben auf dem Hügel. Dort wohnen sie. Wie wäre es mit etwas Silber für meine Mühen? Wie wäre es, wenn ich dir die Zunge rausschneide? Vergiss, dass ich gefragt habe. Wie fährst du? Kjör und Yufina waren offensichtlich sehr erfolgreich. Wie fährst du, wenn ich dir die Zunge rausschneide? Schmeiß mich mal hin. Schlaf gut, Alex. Ciao. Ich hab keine Ahnung, was mit den Katzen heute los ist. Ich kann's dir nicht sagen. Ich kann das Julfest kaum erwarten. Schnee. Drehen alle ab. Hast du schon Geschenke? Was siehst du da oben, Sünen? Eine Kiste, die sie mir in dieser Woche nehmen. Ohne ein Wort der Erklärung. Befehle. Aber ich will. Hier, das muss das Haus sein. Das Haus wurde geplündert. Und diese Leiche? Das ist weder Hjör noch Yufina. Verstreute Schriftrollen. Der Dieb hat etwas gesucht. Jedes Mal die gleiche Kacke. Du kommst hier an und triffst nur so eine Scheiße hier. Hier gab es einen Kampf. Sieht aus, als wäre er draußen weitergegangen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Verarsch mich nicht. Keine Leiche. Wohin sind sie gegangen? Ist das einer der Diebe? Die Spur führt weiter. Keine Ahnung. Wer ist da? Komm näher. Sofort. Keine Sorge. Ich bin es, Yufina. Eivor. Eivor? Was? Wer schickt dich? Gehörst du zu denen? Atme durch, Yufina. Du bist aufgewühlt. Du kennst mich. Ich bin ein Freund. Wirklich? Du tauchst hier ganz plötzlich auf. Diese Leute wollten mich töten. Ich habe von Problemen in Jofavik gehört. Ich wollte nur helfen, bei meiner Ehre. Es tut mir leid. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Die letzten Wochen waren etwas angespannt. Wer waren die? Was wollten sie von dir? Sie wollten wohl das hier. Ich weiß nicht, was das ist, doch diese Männer waren bereit, dafür zu töten. Ein armer Mitstreiter Christi. Du kennst ihn? So einen Brief habe ich schon einmal gesehen, in London. Diese Stadt ist in großer Gefahr. Wo ist Hjör? In der königlichen Halle. Ich bringe dich hin. Zieh die Haube auf. Es ist womöglich nicht sicher. Hier lang. Ja, Dead Warden ist hier unterwegs. Sie suchen immer noch nach mir. Runter. Wir schleichen uns vorbei. Was für ein Zufall. Sie kann doch nicht weit sein. Sieh dich um. Jetzt komm. Na los. Alter Schwede, schon wieder so hat, ey. Hello guys, what's up? Was los bei dir? Ich muss so,
Hast du eine Frau aus Bjarmaland gesehen? Läge deine Antwort gut ab, wenn du am Leben hängst. Du wirst Wurmfutter! Du Schöpfer! Ich weiß zwar nicht, wie die mich jetzt gesehen hatten. Aber okay. Kriegen sie halt mein Schild in die Fresse. Oh mein Gott. Chill! Ich greife einen Huhn an! Alter Schwede, hier going, going, bung. Ich sehe niemanden mehr. Gehen wir weiter. Hier lang. Evil Chicken, ja. Lauf mal schneller jetzt hier. Hör auf zu schleichen. Es geht wieder los. Die Katze hat wieder ihren Spleen. Das Hör, Hör! Sieh, wer da ist! Cosmo! Freut mich, dich zu sehen, alter Freund. Herzlich willkommen hier in Jovovik. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Tja. Euch beide. Was machst du hier? Du kommst doch nicht den weiten Weg, nur wegen des Julfests. Ich bin hier, dich zu warnen, alter Krieger. Vor einer Fäulnis in deiner Stadt. Drei Personen, korrupt und gefährlich. Wir sollten zusammenarbeiten, um sie ins Licht zu zerren und zu töten, bevor sie die Macht an sich reißen. Wenn ich helfen kann, bin ich bereit. Nicht so hastig, Eivor. Wir können nicht einfach in der Stadt herumstochern und morden, wie es uns beliebt. Die wollten mich töten, Hör. Was? Diese Leute schickten die Rote Hand nach ihr aus und wollten ihre Spuren mit Blut in deinen Straßen verwischen. Doch es misslang. Dieser Brief wurde an unser Haus gesendet. Die Nadel? Die Feuerprobe? Die Kammer? Sie gehören zu einer Gruppe namens der Orden der Ältesten. Dies sind ihre Decknamen. Unsere Spur. Hör auf ihn, Hör. Er hatte bereits mit diesen Leuten zu tun. Unheil ist nach Jovovik durchgesickert. Doch König Rixiger hat alle Hände voll zu tun. Und daher auch ich. Jeder Rat in dieser Hinsicht wird auf taube Ohren stoßen. Das interessiert mich nicht. Alles, was ich euch gesagt habe, bleibt unter uns dreien. Aber ihr solltet mich dem König vorstellen. Ich muss mit ihm übereinkommen, wenn wir uns hier frei bewegen wollen. Gewinnen diesen Krieg. Wir sollten jede Unze Silber zusammenkratzen, um Nahrung für unsere Männer zu besorgen.
Verstanden, lieber Farawit. Aber wir haben auch eine Verantwortung der Stadtbevölkerung gegenüber. Das Julfest muss weitergehen. Genug! Je mehr ihr streitet, desto stärker schmerzt mein Schädel. Tja, ich wusste nicht, dass wir Gesellschaft haben. Noch dazu solche, die ich nicht billige. König Rixige, ich bin Eivor vom Rabenclan. Nun, Eivor vom Rabenclan, wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Hjör hielt es wohl für angebracht, dass du mich unterbrichst. Vermutlich, weil er es nicht besser weiß. Wieso? Es gibt ein Problem in Jofavik. Ja, ich sehe es mir gerade an. Eine Freundin wäre fast deswegen gestorben. Jufina wurde von der Roten Hand angegriffen. Sie plünderten ihr Haus, zerstörten ihr Eigentum und jagten sie durch die Straßen. Diese verdammten Schurken wieder! Sie lebt. Doch die Rote Hand wird zu einem immer größeren Problem. Und was hast du damit zu tun? Bist du eine Art Mietklinge auf Wanderschaft? Nein. Das ist Jarl Sigurds Dränge. Sie besetzen unser altes Lager am Nene, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Farawit, Heerführer von Halfdan Ragnarsson. Und dieser wohlgenährte Tunichtgut ist Audun, erster Greve von Jofavik. Ich habe schon früher solche Aufständischen gesehen. Sie sitzen, sie warten. Und sobald man seine Deckung vernachlässigt, speisen sie wie Unkraut. Wenn wir nichts tun, werden sie euch Jofavik unter den Füßen fortreißen. Das wollt ihr nicht und Halfdan auch nicht. Oh je. Also, was willst du? Sag mir, was du über die Rote Hand weißt und ich befreie deine Stadt von ihnen. Du musst dich um nichts kümmern. Sie stecken ihre Hände in die Geldbeutel der ganzen Stadt. Ihre Ziele sind Edle, Händler und alle, denen sie etwas abpressen können. Und sie werden größer, wie du es sagtest. Vor dem Julfest würde ich mich nur ungern mit ihnen befassen. Wir können uns nicht leisten, einfach wegzusehen. Wenn wir nicht die Mittel haben, uns um die Rote Hand zu kümmern, dann soll Eivor es tun. Tu, was du kannst, aber tu es leise. Ich will nicht, dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Ja. Stell die Mittel für Nahrung und Ale für Farawits Männer bereit. Und achte darauf, dass noch genug für das Fest bleibt. Aber wie gesagt, wir haben nicht... Dann treib sie auf. Ich habe gesprochen. Wer hat gesagt, ich soll mehr Silber finden? Wo denn? Im Hort eines Drachen? Komm, ich bring dich zu Jufina. Sie wird wissen, wo wir anfangen können. Ich weiß nicht, ob das so lief, wie du es dir erhofft hast. Es lief gut genug. Rixige kommt mir nicht in die Quere. Niemand kann abstreiten, dass die Rote Hand erledigt werden muss. Sprich zu niemandem ein Wort. Das Geheimnis muss unter uns dreien bleiben. Vergebt mir, dass ich nicht blieb. Diese Waldpinkel-Wettbewerbe werden mir langweilig. Meine Liebste. Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte da sein sollen. Unsinn. Du hast Pflichten zu erfüllen. Außerdem sind ein paar Banditen wohl kaum ein Grund zur Sorge. Ich bin nur froh, dass du unverletzt bist. Eivor? Ich bin in der Nähe, falls du mich brauchst. Sobald du den Schwanz gepackt hast, lässt du nicht mehr los. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Hier ist anders. Weicher. Politik. Das treibt Nordmännern den Nordmann aus. Ich freue mich für ihn. Und für dich auch. Ihr habt wirklich etwas aus euch gemacht? Vielleicht. Was hast du da? Christliche Texte. Evangelien. Das Buch Kohelet. Die Offenbarung des Johannes. Die Rote Hand stiehlt alles, was sie finden kann. Wir haben zwar jetzt das Sagen in der Stadt, doch die Christen müssen ihrem Glauben nachgehen können, wie sie wollen. Das sieht die Rote Hand anders. Schlimmer noch. Audun fürchtet, dass sie sich bald die Archive vornehmen. Zwischen dem und dem Aufruhr im Hafen würde ich sagen, dass wir einige Spuren haben. Was will die Rote Hand mit den christlichen Texten? Das ist die Frage. Was auch immer, sie tun alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Sie haben sogar Menschen verbrannt, die sich weigerten, ihnen zu geben, was sie wollten. Wo befindet sich die größte Sammlung von Texten in dieser Stadt? In den Archiven. Jedoch waren sie noch nicht so dreist, dort anzugreifen. Audun hat diesen Ort ständig im Blick. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich kam am Hafen vorbei, als ich hier eintraf. Der Hafenmeister wurde argwöhnisch, als ich nach euch fragte. Das überrascht mich nicht. Er hat Jofoviks Geldmangel genutzt, um die Steuern zu erhöhen, als wäre ihm das vom Rat befohlen worden.
Hjör würde die Menschen nie so behandeln, selbst wenn Rixige es so wollte. Der Hafenmeister ist ein Dieb und ein Lügner. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel. Ich werde mich nochmal im Hafen umsehen. Probier es im Hafenspeicher. Dort werden die Waren der Händler festgehalten. Ich mache mich gleich auf den Weg. Nein, ich brauche dich hier. Belausche die Stimmen in dieser Halle. Achte auf Zeichen. Jemanden, der sich verdächtig verhält. Alles. Ich würde das Herz eines Pferdes schlucken, um dich zu begleiten. Das weiß ich. Doch deine Treue ist der Grund, wieso ich dich hier brauche. Sobald ich etwas finde, komme ich wieder.